Der Meeresspiegel, der globale Meeresspiegel, ist im 20. Jahrhundert um ungefähr 14 bis 17 Zentimeter gestiegen. Im Moment sind die Raten so, dass man mit einem Anstieg im Jahrhundert von, wenn es so weitergehen würde, von 30 Zentimetern ausgeht. Wir gehen aber eigentlich davon aus, dass sich die Raten noch beschleunigen, also dass es mehr wird. Mhm. In der Vergangenheit haben wir in einer Studie gezeigt, dass sich Meeresspiegelveränderungen, ich rede jetzt von globalen Meeresspiegel, im ersten Teil des 20. Jahrhunderts auch noch sehr gut mit natürlichen Mechanismen erklären lassen. Da gibt es zum Beispiel die Gletscher, die abschmelzen als Reaktion auf die kleine Eiszeit im 19. Jahrhundert. Das ist etwas Natürliches, und die Gletscher reagierten immerhin noch weiter darauf, indem sie abgeschmolzen sind, aber natürlich nicht komplett. Also das war eine ganz natürliche Sache gewesen, die auch langsam auslief. Dann haben wir aber gezeigt, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass der Anstieg des Meeresspiegels, dass wir den nur erklären konnten, wenn wir wirklich die menschgemachten Emissionen mit einbezogen. Also ohne unseren CO2-Ausstoß, den Ausstoß von Treibhausgasen, konnten wir den beobachteten Anstieg nicht erklären. Also es ist ganz eindeutig, dass der Mensch, sagen wir mal, für mindestens ab 1970, glaube ich, ungefähr 60 bis 70% des beobachteten Meeresspiegelanstiegs verantwortlich ist.